Hallo, liebe Jungs! Ich wurde verzaubert, ich bin ein Kaninchen! Willkommen zurück zu Minecraft Across the Time! Was zum. Was? Oh nein, ich bin da! Oh nein, ich bin. Was ist mit dem Jungen? Bist du überhaupt auf unserem Server? Ja! Jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich gerade nichts. Leute, ihr wisst ja, ich bin ein Ninja geworden vor ein paar Folgen. Und falls ihr die Folgen dazwischen nicht gesehen habt und nicht wisst, warum wir hier sind, schaut bei Rewe vorbei und bei Palevelan alle abwechselnd hoch, Link zu allen ist in der Beschreibung. Wir sind jetzt hier in dieser neuen Welt und ich wollte kurz so tun, als ob ich ein Kaninchen bin, bin ich aber nicht. Jetzt bin ich sauer aufs Kaninchen, deswegen töte ich es. Nein! Entschuldigung, aber das müsst sterben. Ja, okay, okay, wir bräuchten ein bisschen Nahrung. Und dann bin ich gerade eben, ich habe mein Schwert ist verloren gegangen. Und jetzt bin ich wieder die ganze Zeit gestorben. Jetzt laufe ich aber zurück zu euch in die Wüste. Und dafür, ich kann mit meiner Verzauberung kann ich auch machen. Irgendwie, dass ich schneller bin, warte. Und zwar, ich glaube, das andere Buch hier. Elusiveness. Und zack! So, und jetzt kann ich sprinten. La 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 la. Wow! La 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 la. Ich bin jetzt richtig schön schnell, Leute. Ich bin jeden Moment. Ich weiß auch nicht, wo der Junge ist. Ich weiß auch gar nicht. Den erst immer. Da, also, wenn der, nee, da hier, ich komm doch. Hier, schau mal, wie schnell ich bin. Pass mal auf, und. Da vorne ist er mit dem. Oh. Kommt die kleine Mütze angelaufen. Hä? Ich seh dich auf einmal. Nee, jetzt ja, nicht mehr. Ich bin mal kurz zu sehen irgendwie. Hier, ja, komm, los geht's. Ich leide für die Folge ein Schwert. Okay, hast du zwei gehabt oder wie? Nee. Ich hab danke. Ah! Scheiße, Alter, es sind richtig viele von den Dingern! I'm getting down! Ich kann das nicht machen! You better lose! Boah, das eine Ding ist richtig schnell! Ah! Ich sterbe gleich nochmal, noch drei Herzen, Hilfe! Ah! Rettet mich doch! Oh mein Gott! Warum habt ihr mir so ein Schwert? Hat jemand gerade das eine Schwert aufgesammelt von mir? So. Nein. Da ist einfach Zauber und Schwert ist rausgefallen, glaube ich sogar. Also ich hab eine Lederhose bekommen. Achso, ja gut, immerhin etwas. Aber ich habe nur ein Schwert und das war ein paar Looten eigentlich. Ich hab gar nichts. Also ich hab nur 2,5 Herzen. Du hast auch kein Schwert? Doch, ich hab mein Schwert, ich hab es gedroppt und wieder aufgenommen. Ich hab mein Schwert auch nur gedroppt. Oh, der ist schnell. Oh Gott, Alter, ich kriege Angst. Ihr müsst mich verteidigen. Ja, er rennt weg. Oh Scheiße, ich hab also wenig Herzen, deswegen kann ich gerade nicht so gut verteidigen. Ah, wie Scavenger, was für Scavenger? Nein! Boah, der ist voll stark, kann das sein. Nee! Von dir! Ich? Du hast den zu mir geboxt. Gar nicht wahr. Der hat das Erfahrungszeichen gedroppt. Da kommt einer zu mir. Ja komm, lauf weg, ich rette dich. Ja, ich kann nicht mehr sprinten. Wir dürfen doch nicht hierbleiben, hier spawnen die ganze Zeit, wir müssen weitergehen. Okay, wir haben nämlich eigentlich in den letzten Folgen eine Aufgabe bekommen, zu so einem Tempel zu gehen. Und da müsste irgendwo ein Gem sein, also ein Edelstein. Und den müssen wir dem König bringen. Ja, wir müssen doch nur noch Kacker raus. Um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Und Rannegots Kott-Gem bringen. Ja. Du könntest ein bisschen was aus der Stadt an Essen mitbringen, weil wir haben gar nichts mehr. Ich werde hier verhungern. Ich werde hier auch verhungern. Das ist jetzt zu spät. Ich bin schon wieder bei euch. Scheiße. Egal. Habt ihr denn diesen Scavenger getötet? Wir müssen weg von den Bäumen gehen. Bei den Bäumen spawnen die ganze Zeit. Okay. Dann go. Wo auch immer du hin. Ah, da bist du. Oh Gott, Hilfe. Ich meine, hier ist ja alles komplett. Oh, ich habe Schwert bekommen, es wurde gedroppt. Sauber. Ihr denkt, oh Gott. Wo seid ihr denn? Den Weg weiter. Ach, Jungs. Da oben ist doch ein Tempeleingang, oder nicht? Baby, du bist bei uns hier. Ah! Alter, ich hab fast kein Leben mehr. Leute, kommt mal zu mir. Ja? Weil hier vorne ist doch ein Eingang. Ein Eingang? Ja, zu einem Tempel? Ja, kommt her. Okay, ich komme. Da vorne. Da wohnt, glaube ich, Rannekopf. Oh, ja. Das sieht gut aus. Oder das sieht sehr nach einem Tempel aus. Guck mal, das ist auch so eine wie so ein Sphinx. Ja, wie spricht man das Ding aus? Eine Silvia Sphinx. Schwing. Okay, drück den Checkpoint-Knopf. Ja? Checkpoint. Ist da Checkpoint. Wir können speichern. Oh Gott. Ha, wir haben gespeichert. The Sandline. Ja, und jetzt? Ja, das ist der Sandlöwe. Okay. Das ist Löwenkinder. Danke für die Übersetzung. Löwenkinder dieser Welt, vereinigt euch. Danke für die Übersetzung. Sandline, ja, das ist der Sandlöwe. Ja, aber dann können wir, das ist einfach nur der Checkpoint, dann respawnen wir wahrscheinlich nicht in der Stadt mehr, sondern da bei dem Ding. Aber das sieht doch aus wie so ein Tempel, oder nicht? Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein großer Checkpoint. Das stimmt, wir müssen den Tempel warten. Ah, guck mal, ich hab... Oh. Warte. Ich kann da hinkommen. Guck mal, wo ich bin hier oben. Bringt mir leider gar nichts. Oh, das ist der Tempel? Den erhackt doch. Ah!
Verdammte Kacke! Was? Ich geh drauf! Ja, du musst weglaufen von den Dingern! Ach so. Ja, wir werden jetzt einfach. Oh, Alter! Jori, wir erstmal wieder weggesprengt. Da hat's mich ist gerackt. Leute, wir müssen jetzt nach Kakarat zum Tempel. Kommt jetzt wirklich. Alles klar, ja, ich geh weiter. Wir folgen hier den, ne? Ja, Dena, geh vor. Ich geh genau vor. Okay, und wir kommen dir hinterher. Und dann werden wir gemeinsam nach Kakarat Kot an die Wände schmieren. Und wie eine kleine Entenfamilie. Es ja, dreht sich alles nur um Kot. Da vorne ist schon wieder ein Gebäude. Nee, irgendwas ist bei, da. Bei dir dreht sich alles nur um Kot. In meiner Welt das dreht sich alles nur um Kot. Problem. Was ist das für Musik? Oh. Alter, ich hab fast da reingesprungen. Vorsicht, Palle neben dir. Ja. Wow, Lava auf einmal. Hier ist ein Dorf, ein verlassenes. Okay. Oh, jetzt hier kommt doch so, hier kommt doch so Musik. Hier sind schon weiterer Checkpoint. Was, hier drin ist einer gespawnt. Oh, hier drin ist einer, ein richtig starker gespawnt. Wo? Okay, ich bin so stark, war auch nicht, aber er hat mir eine Hose gegeben. Hat nicht jemand ein Schwert gefunden? Oh, geil, ja, der hat Unbreaking X, der hat Blast Station 2. Den hat doch zwei Schwerter. Ich habe eine legendäre Leggings bekommen. Ich bin ein Hipster und hab was Schönes. Du hast doch zwei Schwerter, gib dem Palle doch endlich eins. Okay. Aber das eine ist gleich kaputt. Ja, dann kann ich mich wenigstens verteidigen. Dankeschön. Aber es hat doch Unbreaking 1, schau mal. Kann ich das nicht irgendwo reparieren, bringt ja auch nicht. Komm, Dena, wir müssen weiter. Ja, wir müssen okay weiter. Hast du den Checkpoint-Knopf gedrückt? Ja, es reicht auch, wenn einer drückt oder nicht. Ja. Ich glaube auch. Ja. Geht down. Da unten ist eine Oase, schaut mal. Oh, hat jemand eine Hose? Nee, ich hab eine Hose. Weil ich hab das hier. Geil aus. Ha, fuck. Oh, da greif mich an. Rettet mich. Wo? Rettet mich hier oben. Ja, lauf. Oh, nee. Weiter. Ich kann nicht mehr sprinten. Danke. Ich kann einfach nicht mehr sprinten. Ich brauch dringend was zu essen. Ich hab Villager gefunden. Talk to Sam. Soll ich machen? Ja. Okay. Ich hab Sam im Heiltrank geworfen. Läuft bei dir. An Bord. Danke. Okay, Sam. Danke, Sam. Du bist super tief. Er sagt einfach nur, dass er gelangweilt ist. Ja, ist ja auch langweilig in so einer Wüste voller Zombies und Skelette. Oh, ich werde angegriffen. Wie kann das sein? Hast du das Fleisch da rausgenommen, Dena? Och, Mann, das war für mich. Du bist so ein Randekott. Okay. Es wurde wieder Tag. Lass da hinten mal, ist, glaube ich, der Tempel. Ja, das stimmt. Lass uns aber hier erstmal alles looten. Alles mal gucken, was wir haben. Ich hab Slowness die ganze Zeit. Warum hab ich Slowness? Liegt das am Haus hier oder? Vielleicht hast du zu viel Items? Ich hab nur noch ein Herz. Ich glaube da nicht. Hier, schaut mal her. Stay awake and listen. You seem pretty determined, noble stranger. If you haven't been caught by any time, I have a task for you. Bla bla bla. Tintensäcke. Nein! Tintensäcke. Nein, ich will sterben. Ich helf dir. Ah, nein! Oh, ich wollte dich retten und bin dabei gestorben. Es war ein nobler Versuch. Ja. Habt ihr gehört? Ja, der sagt nochmal, Rivi. Der Kerl da hinten, der will Tintensäcke. Mhm. Und dafür kriegen wir irgendwas. Sollen wir dem 20 Tintensäcke schnell farmen? Ja, wieder, ja, oder? Lass ihm Tintensäcke geben. Es ist auch wieder Tag. Dann ist auch wieder ein bisschen einfacher. Also nicht aber, so viele Monster. Sind denn hier Squids? Ich sehe ganz viele Tintenfische. Tintenfische. Du hast Titten gesagt. Tintenknibbel. Ja, genau. Wer ist das hier? Hier ist noch Zoll, was macht der? Ach, danke. Die sind alle so gesprächig heute. Ich sehe hier gar keine Squids. Ja, ich sehe ganz viele Squids, Palle, aber du musst gleich mal rejoin. Du hast das gerade eben gesagt. Ich mach mal meinen Shader aus, dann sehe ich die vielleicht. Ah, hier sehe ich sie auch. Aber so viele, da kriegt man auch keine 20 Tintensäcke. Ja, ja, ich hab schon 11 Stück. What? Wie viel hast du, Patrick? Null. Echt? Wie viel hast du, Heavy? Ich hab die ja nicht gesehen. Ich mach uns gerade was zu essen. Ich hab noch gar keine. Oh. Ich koch gerade was Leckeres. Ich hab jetzt. Ich mach einen leckeren Eintopf aus Fischresten. Ich sehe auch schon, da vorne ist ja die Festung. Ja, ich weiß. Das sieht so aus wie so ein Tempel oder sowas. Das ist Kakara. Das riecht man ja, auch. Ja, da wird's die erste richtige Quest geben, denke ich. Das sind ja alles nur so Nebenquests. So, warte mal. Dena, hier. Da vorne ist ein Tintensack. Okay, einen einzigen. Ja, mehr hab ich nicht. Mensch. Hier spawnen doch immer neue, schaut mal hier. Ach, die spawnen immer neue, okay. Ja, die müssen ja alle fahren. Dann haben wir 20 Tintenfische, dann können wir ihnen das geben. Hat er uns gesagt, was er uns dafür gibt? Nee, wahrscheinlich pustet er uns einmal auf. Wehe, der gibt uns nichts dafür. Er gibt uns ein Dankeschön. Ja, das will ich auch stark hoffen. Er gibt uns einen Stich in den Rücken. Ja. Danke für die Tintensäcke. Und dann so, zack, Stich. Hier ist ein Typ, was macht der? Lurin? Lurin, wer kannst du? Talk to Lorne? Ne, Lorne.
Lass uns doch jetzt erstmal hier die ganzen Dinger da. Wer hat, und der hat gesagt, Lorne sagt, wir sollen sofort weggehen, ne? Ja, der hat mich rausteleportiert, der Hurensohn. Get Echt? Weg. Ja. Wo wohnt der? Will ich mir mal angucken, wie der aussieht. Hier, Felix, hier vorne, hier, schau. Ja. Und dann geht er rein und spricht mit ihm, dann schmeißt er dich wieder raus. Okay, such du mal weiter für Tintenfische. Ich hab 14. Dann gib mir die schon mal, Nein, weitermachen. Oh Mann. Hallo, Lörn. Müssen wir wieder für dich arbeiten. Wie geht es dir? Ich schau erst mal, was Lörn so da hat hier. Er hat nichts da, deswegen ist er wahrscheinlich so ein trauriger Ich hab Geselle. Jetzt auch 5. Haben wir nicht genug? Ich hab 3. Ja, dann haben wir genug. Also, Lörn, sag mal, hallo. Oh, er teleportiert dann echt raus. Ja. Okay, ich mach die Tür zu. Tschüss, Lörn. Alles so fies. Dann kommt ihr mal rüber zu dem Typen. Okay. Oder es war der Falsche. Meinst du, Zoll war das? Ich glaube, das ist der hier. Ich glaube, Zoll. Und der spricht mit uns. Das ist der Kane Deckard. Hier, guck mal hier. Ich packe hier schon mal 3 Stück rein. So, 3 Achso, die müssen wir da reinwerfen. Hallo, hier. Okay. Jetzt alles da reinwerfen. No problem. Erstmal drücken. Okay. Dina, wo bist du? Ja, aber der hat uns gar nicht gesagt, was wir dafür bekommen. Ja, komm doch einfach. Ich hab die alle schon reingetan. Die sind alle drin. Die werden gerade reingezogen. Jetzt müsste er gleich uns irgendwie was sagen, glaube ich. Jetzt hier. Was sagt er? Oh Gott, der sagt aber ganz schön viel. Der sagt danke, danke, danke. Jetzt kann er seine Memoranden fertig schreiben. Und was? Jetzt gibt uns was. Ja, ich glaube, wir haben 100 Chronotons bekommen. Okay. Aber der sagt uns auch noch wichtige Informationen irgendwas hier, oder? Ja, mit dem Löwen da hinten. Ja, wir müssen einen Bow bekommen. Aber wie bekommen wir den? Bei dem Löwen, bei dem Checkpoint. Beim Löwen, meint ihr da? Ja, meint er doch irgendwas, hat er doch gesagt, mit diesem Lion-Statue da. Okay. Warte, ich geh mal kurz zu Lion hin. Ich komm mit, ich bin genau hinter dir. Ah, okay, ja genau. Only a great archer, also nur ein großartiger Bogenschütze. Box mal hier rüber, box mal. Ja, Ah! Was macht ihr denn immer? Er dachte, er wird rüber geboxt, aber es waren einfach 2 Skelette. Mann, ihr seid so scheiß helfen. Wie hat er nicht. Du warst bis alleine losgelaufen und dachtest, wir sind hinter dir, aber es waren 2 Skelette. So dünn sind wir auch nicht. Wo seid ihr denn hingelaufen? Ich sehe euch nicht. Ich lauf gerade zurück zum Löwen, ich sehe den schon. Ja, aber hast du einen Bogen? Nee, aber ich dachte, ich bekomme den beim Bogen. Nein. Das hat Rene gesagt. Nur ein großartiger Bogenschütze weiß, wie man diesen Tempel betritt. Das bedeutet, man braucht erst einen Bogen, den man wahrscheinlich im späteren Verlauf findet. Ach, und dann muss man da oben hinschießen, ich sehe genau. Schon. Genau. Oh, Revi, du Dummkopf. Ja, tut mir leid, ich kann halt nicht lesen. Dann lass uns jetzt da Kackara und AA fegen gehen. Wir gehen jetzt in den Tempel, der hinter der Oase steht. Tschüss, Felix. Ja, ich kann nicht sprinten, das ist toll. Das ist voll fies, ist das. Ich glaube, wir können alle nicht mehr sprinten. Doch. Aber ich jetzt auch nicht mehr. Ich dachte, du hast dich um Essen gekümmert, Rebe. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht, bitte? Hab alles aufgegessen, weil ich ein Arschloch bin. Arschloch. Ja, genau das hast du zusammen. Mann! Stürz dich gleich in die Lava hier. Oh Gott, Rebe. Das hast du verdient, Rebe. Das war Karma. Der war Karma. Karma? Okay, wir sind jetzt zusammen hier in dem Dorf. Das heißt... Oh, scheiße. Einfach hinter die Oase. Ja. Ich komme. Ich warte hier. Ich bin beim Wasser wieder. Ja, ich sehe euch schon. Ich kann leider nur nicht sprinten, deswegen bin ich so langsam. Wie so eine alte Oma. Aber ich gehe ganz langsam. Ich habe auch gar keinen Körper hier. Revi ist einfach gestorben. Aber es hat doch irgendeinen Nachteil, wenn man stirbt oder nicht. Irgendwas verliert man. Level oder irgendwas. Ja, Level. Okay, seid ihr bereit? Jo. Schaffen wir das? Leute, wisst ihr, was das hier ist? Das ist nicht irgendeine Stadt, ne? Das ist Kackara. Das größte Wüstenmodell der Welt. Boah, da oben sind Bogenschützen drin. Oh. Nein. Hier steht einer mit einem Sandkopf. Hallo. Ah, er greift uns an mit Sandkopf. Ja, geht down. Checkpoint. Back to Eleanor. Hier ist Treibsand, Leute, ne? Hier kann man einsinken in den Boden. Wieso hast du das gemacht, Revi? Was hat er gemacht? Er hat sich zurück nach Erendal teleportiert. Oh Gott, Falle! Ja, warte. Oh Gott, Jungs. Oh Gott, ich werde sterben. Geh weg, ich hab ihn. Jungs? Ja? Wo seid ihr? Oh Gott, Vorsicht. Alter, wieso ist der so schnell? Boah, der hat richtig viel gedroppt. Ich hab nur noch 2 Herzen. Und die Ecke ist einer. Passt auf, dann bin ich jetzt hier und kauf mal ganz kurz ein bisschen Essen für uns alle. Ja, kauf mal ganz, ganz kurz. Ja, geh in den Supermarkt. Nein, mein Schwert ist kaputt gegangen. Ich kann nicht mehr helfen. Und ich hab nur noch ein halbes Essen.
Wir müssen ganz schnell rüber. Hier ist so der Jump'n'Run. Wir müssen hier ganz schnell rüber und drücken. Ja, ich komme hier nicht. Ich habe beide gedrückt. Vorsicht! Nein! Nein! Oh nein! Was machen wir denn hier, Palle? Ich kann. Warte. Das Problem ist, die Bogenschützen werden. Nein, wir haben hier einen Checkpoint. Du kannst gleich einfach sterben, dann bist du wieder hier. Ich will nicht einfach sterben. Oh Gott, ich muss schon wieder rein. Jetzt, Hilfe! Die Bogenschützen hauen Alter, das ist so schwer, ne? Ja. Okay, ich hab's geschafft, ich hab's in dieses Ding hier reingeschafft. Hier ist eine Endertruhe. Okay. In der Endertruhe ist aber nichts drin. Ich sterbe, weil ich nichts zu essen habe, aber hier ist ein Brot drin. Ich esse das Brot. Ja, ich überlebe. Hier sind auch noch ein Charme drin. Ja, hier ist ganz viel drin. Mein Minecraft ist gecrashed. Und eine Schaufel. Ja, ich hab eine Schaufel bekommen. Und ihr löst wieder. Und hier geht's rein, hier geht's rein. Tolle Abenteuer, okay. Ich bin so ein Opfer. Nein, du bist noch mal kurz beim Supermarkt. Ja, genau. Ich muss. Guck mal, das sieht genauso aus wie so ein Torpalle. Ich glaube, hier kann man auch noch irgendwie durch. Oh Gott, hier. Oh Gott. Lauf einfach durch hier. Ich kann ihn töten. Oh nein, du hast das Skelett aus. Nice, Palle. Es verfolgt mich. Hallo? Ich versuche, dich zu retten. Hallo? Nein. Ja, jetzt habe ich ihn. Darauf erstmal zwei Zombie-Brains. Boah, ist da Essen drin? Ja. Und Spinnenaugen. Wie kann ich auf den Server connecten? Wie kann ich auf den Server connecten? Da passiert nichts. Dein eigener Server, was ist denn da schiefgelaufen? Ja. Ach Mann, oh. Nein! Da ist ein Scheiß Minecraft-Server sind down. Ernsthaft? Ja. Da, auf jeden Fall, Revi, wir sind aber, du hast sehr viel Glück, weil wir sind eh gerade am Endpunkt der Folge angekommen. Oh, lass mal hier kurz so ein bisschen weiter in die Mitte zurückgehen. In der nächsten Folge, die bei Revi ist, wird er auch wieder dabei sein. Dann könnt ihr sehen, wohin sich der Junge hin teleportiert hat und ob er wieder zu uns zurückfindet. Wir sind auf jeden Fall hier jetzt in diesem richtigen Tempel angelangt und irgendwie werden wir hier noch unseren Edelstein finden, den wir den König bringen müssen. Damit wir die Welt retten. Also wir müssen die Welt retten. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, aber wir haben halt Revi dabei, das ist ein bisschen doof. Ja, tut mir leid. Okay. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen bei Revi wieder. Links sehen wir es unten in der Beschreibung. Was ist hier mit dir, Palle? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!